Leider sind junge Menschen ja oft unbedacht, sorglos, manche sogar kriminell. Junge Menschen wie du, Oliver, du hast es dir selber eingebrockt. Jetzt sitzt du auf dem Polizeirevier, wo dich zwei Polizisten verhören. Und diese beiden Polizisten, das sind jetzt Barbara und Tetje. Und Oliver, du fragst dich bestimmt, was du angestellt hast. Ja, genau. Deswegen setzt du dir jetzt am besten die Kopfhörer auf, damit du es nicht rauskriegst. Natürlich. Vorher. Und setzt dich mit dem Rücken zu uns auf deinen kleinen Verhörstuhl. So. Olivers Verbrechen ist einfach unglaublich. Er hat Rudolf, das rotnasige Rentier, umgebracht. Ja, also, wer sowas macht, gehört hinter Gittern. Ich würde sagen, nehmt ihn euch vor, Babs und Tetje. Wie haben Sie es gemacht? Naja, das war halt an dem einen Abend, zwei, dreimal habe ich es halt gemacht und... Zwei, dreimal? Ja, es hat sich so ergeben. Was hat sich ergeben? Ja, es ist halt, ich habe es im Fernsehen gesehen. Was? Naja, das, was ich da gemacht habe. Ich hatte Langeweile und da habe ich gedacht, wenn du es einmal kannst, kannst du es auch zwei oder dreimal machen. Sag mal, haben Sie nie an die armen Kinder mal gedacht? Ja, gut. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Es hat mir ja Spaß gemacht. Was genau macht Spaß bei so einer Sache? Naja, ich habe in die Augen der Kinder geguckt und dachte, Mensch, macht doch Spaß, oder nicht? Es haben Ihnen Kinder dabei zugesehen? Ich hoffe nicht. Aber, nein, natürlich nicht. Die würden da niemals mal zugucken. Wo haben Sie es denn erwischt? Gott, wo ich es erwischt habe? Naja, es war mitten auf der Tankstelle. Super oder bleifrei? Diesel, um ganz genau zu sein. Diesel? Wer hätte das gedacht? Und, ich meine, haben Sie miteinander kommuniziert oder haben Sie ihn ganz gemein aufgelauert? Na, ich habe ihn natürlich da gesehen und habe ich ihm erstmal also schön einen verpasst. Er war ganz allein? Nein, nein, es waren noch vier andere, die aus dem Auto zugeguckt haben. Aus Ihrem Auto? Nee, aus seinem. Wissen Sie, ich glaube, Sie fantasieren hier ein Stück weit. Saß er denn auf der Rückbank oder am Steuer? Er saß wohl auf der Steuerseite. Ja? Hinten. Und ist gefahren, ja? Er ist gefahren. Natürlich. Er kam da voll auf die Tankstelle raufgefahren. Natürlich. Ich hatte Glück, hinter ihm kam noch ein Bus. Aber sagen Sie mal, Diesel hat er getankt? Ja. Und vier Leute im Auto? Das muss ja ein Mörderschlitten gewesen sein. Ne? Das kann man wohl sagen. Das war so ein Golf-Kombi. Mit Kufen? Ja. Hat er was getrunken? Hatte er irgendwie eine rote Nase oder so? Konnte ich jetzt nicht genau erkennen, es war ja schon dunkel. Wie haben Sie es denn genau gemacht? Schildern Sie den Tathergang. Na gut, ich habe da gestanden, habe halt den üblichen Trick angewendet. Nämlich? Zick, zack, Mütze, Glatze. Und dann, dachte ich mir... Ich hab das Ding gesehen, hab gesagt, boah, ist ein Mörderteil und dann hat's auch noch Kufen vom Allerzartesten und dann bin ich halt, naja, Sie wissen halt, wie sowas funktioniert. Nein. Nein. Ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Gar nicht. Dann haben Sie ihn Mütze, Glatze, das Mütze, ist, Glatze. Ich halt die Mütze auf, hatte ja. Eine Glatze drunter geklebt. Ja, ja. Und man ist halt ins Gespräch gekommen. Er so, huhu, du auch hier das erste Mal. Ich so, ja, machst du es öfter? Er so, ja. Er ja, hat sich mit ihm unterhalten. Wir haben uns übers Internet kennengelernt, um ganz genau zu sein. Und was war das für eine Homepage? Was war das für ein Chat?
Ja, das war halt so ein Liebeschat, war das so. Sodom und Gomorra? Friendscout 24, um ganz genau zu sein. Finde Freunde fürs Leben, die mit scharfen Kufen an die Tankstelle kommen. Und naja, die Nummer funktioniert halt ganz gut. Ja, verstehe. So, haben Sie sich schon öfter mit Tieren getroffen? Ich hab gleich gesagt, du Schwein, was willst du hier? Ich meine, es war das erste Mal ein Tier dabei. Dabei? Ich meine, erster Augstein, dann der Mooshammer. Haben Sie es auf den Vornamen abgesehen oder was ist los mit Ihnen? Oh, das ist so schlau. Augstein, Mooshammer, die sind doch schon tot, oder nicht, zum Teil? Ja! Haben Sie auch noch vielleicht den Herrn Völler im Visier, oder was? Den Herrn wen? Völler. Oh, Völler. Rudi Völler? Völler? Na gut, den haben Sie ja noch erstmal liegen gelassen. Liegt es am Vornamen? Wollen Sie den Vornamen ausrotten oder was ist los? Oder passt Ihnen diese Festivität nicht? Wenn Sie einfach sagen, gut, ich bin Zeuge Jehovas und ich möchte Weihnachten nicht feiern, dann muss man doch was anderes irgendwie sich ausdenken, als allen Kindern das Weihnachtsfest und die Freude zu nehmen. Für immer! Ja, jetzt ist ja schon klar, den mit dem Rudolf habe ich verstanden. Hat ja auch lange genug gedauert. Ja. Rudolf das Rentier. Was hast du gemacht? Ich habe Rudolf das Rentier die Geschenke geklaut. Nein. Aber das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Ich habe Rudolf das Rentier was angetan. Und zwar für immer. Lebt es noch? Nein. Das ist natürlich doof. Das habe ich nicht gewollt. Es war aus Versehen. Du hast es was? Getötet? Ja. Pause.